extremistisch. Echte Männer sind recht. Einen wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 257. Folge der Honigwabe. Kadir H. will nochmal den Kasper will nochmal den Fall von Kadir H. aufrollen. So rum ist es. Das war der türkische Boxer, der während der Black Lives Matter Medienhysterie 2020 verhaftet wurde vor der I Can't Breathe Wand in Berlin, glaube ich. Oder nee, woanders, ne? I can't breathe! Nee, das war in Hamburg. Ah ja, in Hamburg. Und ja, von dem gibt es jetzt auch wieder etwas Neues. Und damit auch willkommen an meinen wundervollen Co-Host Kadir H. Ja, hallo. Schön, hier zu sein, Schlomo. Gut, dann möchte ich euch heute nochmal eine Geschichte erzählen, die wir hier vor ziemlich genau 4 Jahren schon mal behandelt haben. Der ein oder andere wird sich erinnern. Damals wurde der kleine Kadir H. vor laufender Kamera von Bullenschweinen misshandelt. Dabei ist er nur mit einem E-Scooter auf den Bürgersteig gefahren. Hier nochmal das Video von damals. Tiam, bleib bei mir, Mama. Warte. Das ist mein Handy, ich kann damit machen, was ich möchte. Doch, das kann ich, das ist das. Nee, das ist, ich kenne die Rechte, das ist egal. Das sollte man nicht filmen. Doch, nein, das darf man nicht filmen. Ach so. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Wollen Sie das jetzt ins Netz gehen? Nein, natürlich nicht. Aber das ist nicht einfach, ja? Das kann nicht sein, ja? Das ist ein Junge, das kann doch nicht wahr sein. Sie sind doch auch Menschen. Ja, wirklich, ich weiß doch nicht. Es ist mir egal. Das ist mein Gewissen, mein Herz. Lass mich doch nicht sehen. Ja. Das ist egal, ich begleite gar nichts. Mein Gefühl sagt, ich soll jetzt gehen. Ja? Das ist nicht normal. Dieser Mann hat Probleme. Sonst würde er das niemals machen. Ja, zum Glück haben da irgendwelche Hohlbirnen ihre Handykameras gestartet und blödes Zeug gequatscht, nicht auszudenken, was da passiert wäre, wenn die Polizei alleine mit dem Bubele gewesen wären. Bei Focus Online, übrigens nicht die einzigen, die damals auf den Empörungszug aufgesprungen sind, bei Focus Online schrieb man damals jedenfalls Folgendes. Der Einsatz einer Gruppe von Polizisten gegen einen 15-jährigen Jungen sorgt noch immer für große Aufregung. Dabei haben 7 oder 8 Beamte den jungen Mann, der vor einer Wand mit dem Graffiti-Schriftzügen »I can't breathe« in Anlehnung an Polizeigewalt in den USA, steht niedergerungen. Der Junge war zuvor angehalten worden, weil er mit einem Elektroroller verbotenerweise auf den Gehweg fuhr. In einem Amateurvideo, das in sozialen Netzwerken zigfach geteilt wurde, ist der Einsatz zu sehen. Dort hört man auch die Frau, die den Einsatz gefilmt hat. Was tun Sie ihm an? Er macht doch nichts, ruft sie dem Polizisten zu. Doch nicht nur sie beobachtete den Vorfall. Zahlreiche Augenzeugen, die in der Gegend wohnen und dort oder dort ihre Läden haben, sind schockiert ob des heftigen Einsatzes in ihrer Nachbarschaft. Die Besitzerin eines Geschäftes für Raumausstattung, das etwa 50 Meter vom Ort des Geschehens entfernt liegt, berichtete gegenüber Focus Online, ich hörte die Sirene und die Schreie. Ich gucke daraufhin kurz aus meiner Ladentür und bekam Gänsehaut. Die Dame erinnert der Vorfall frappierend an Vorfälle in den USA. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Deutschland genau solche Verhältnisse haben wie in Amerika, so die Geschäftsfrau. Ich schätze die Polizei sehr, aber das gestern war zu viel. Das endete übrigens mit, ich glaube, 1, 2 Schürfwunden, bin mir da nicht mal sicher und ein bisschen Pfefferspray. Das war's. Die tut, als hätte man ihn da zusammengelatzt oder erschossen oder so. Ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft, hört man den Jungen im Video rufen, während mehrere Polizisten auf ihm knien. Kurze Anmerkung, wer den Ausspruch, ich krieg keine Luft, tätigen kann oder I can't breathe, der kann atmen. Wenn du nicht atmen kannst, dann kannst du auch nicht sprechen. Also entweder hast du Luft, du brauchst zum Sprechen Luft. Die muss es deiner Lunge entweichen, sonst kannst du nicht sprechen. Ja, also jemand, der euch erzählt, er könne nicht atmen in einem lautstarken Tonfall, der lügt. Speziell dieses Vorgehen erschütterte auch Karin Rose. Was mich total schockiert hat, war die Situation, als mehrere Polizisten auf dem Jungen knieten, als er am Boden lag, berichtete die Lehrerin, die an einer nahegelegenen Schule unterrichtet. Das war eine Situation, die stark an das erinnerte, was wir bei George Floyd sehen mussten,
auch da nochmal, ich mache das jetzt ganz kurz. George Floyd hatte eine dreifach tödliche Dosis Fentanyl im Blut. Ja, dieser Mann wurde nicht umgebracht, der ist verreckt aufgrund einer Überdosis. Sie haben den Polizisten noch zugerufen, dass sie darauf achten sollten, dass das Knie nicht am Hals liegt. Auch das eine Sache, ich habe das ja selber schon nachgestellt. Ich hätte gerade fast gesagt, ich ermutige jeden Zuschauer, das selber zu tun. Ich ermutige natürlich gar nichts, bitte verklagt mich nicht. Wer der Meinung ist, das mal selber auszuprobieren, ja, dann lass mich dir Folgendes sagen. Das wird höchstwahrscheinlich recht unangenehm. Aber für 2, 3, 4 Minuten ohne Probleme aushaltbar. Davon stirbt man nicht. Ein Beamter habe daraufhin abgewunken und gemeint, dass sie alle Profis seien. Darauf beruft sich auch die Polizei in einer Pressemitteilung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Junge habe um sich geschlagen und die Beamten weggeschubst, weil er sich gegen die Feststellung seiner Personalien wehrte. Dem Jugendlichen sei dabei mehrfach angedroht worden, dass gegen ihn auch Pfefferspray eingesetzt würde, was letztlich auch geschah. Danach gelang es den Beamten, die mittlerweile Verstärkung erhalten hatten, den 15-Jährigen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Dabei wurden die Einsatztechniken so kontrolliert, dass es dem Jugendlichen jederzeit möglich war, zu atmen, schreibt die Polizei. Linken Politikerin Cansu Özdemir spricht die Polizei direkt an und fragt, was sie sich bei diesem Einsatz vor einem Statement gegen Polizeigewalt gedacht hatten. Was war euer Ziel, ist das ein Zitat aus dem Tweet, was war euer Ziel ausgerechnet vor dieser Schrift an der Wand, @Polizei Hamburg? Einem Kind seine Lektion erteilen? Bei 8 Polizist, innen kam nicht eine R auf die Idee zu deeskalieren. Frau Özdemir denkt, dass die Polizei das absichtlich genau vor dieser Wand gemacht hat. Aber ich bin der Verschwörungstheoretiker, wenn ich sage, dass zum Beispiel dieser Bevölkerungswandel uns ausschließlich Nachteile bringt oder dass George Floyd eine dreifach tödliche Dosis Fentanyl im Blut hatte. Und nochmal kurz zu den Polizisten, die nicht deeskalieren wollten. Bei der Bild konnte man damals erfahren, dass der Stand der Eskalation damals eine halbe Stunde lang der war, dass man seinen Namen haben wollte, er sich aber weigerte, den herauszurücken. Nach einer halben Stunde dann kam Verstärkung und dann hat man versucht, den armen Buben da zu überwältigen, weil er halt noch immer nicht seine scheiß Personalien rausrücken wollte. Ja? Der Tweet von Frau Özdemir hat bis einschließlich heute übrigens ganze 18 Likes angehäuft. 18. Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Bundesvorsitzender der Grünen, lehnt Polizeigewalt als solches komplett ab. Also der Mann ist mit grenzenloser Weisheit und grenzenlosem Mitgefühl ausgestattet. Er lehnt Polizeigewalt ab, Freunde. Ich zitiere. Sogar komplett. Ja. Hashtag Polizeigewalt muss unterbunden werden, schreibt er auf Twitter und macht dabei keine Unterschiede bei den Personen, gegen die sie sich richtet. Zitat, egal was jemand auf dem Kerbholz hat oder auch nicht, die Würde des Menschen gilt ausnahmslos für alle. Ein Jahr vor den Corona-Protesten, die niedergeknüppelt wurden. Ne? Ja. Also egal um wen es geht, naja, das hier war eine Ausgeburt der medialen antiweißen Massenhysterie nach der George Floyd-Kiste in den Vereinigten Staaten. Nach der halt alles, was irgendein Weißer, insbesondere in Autoritätspositionen, mit einem Nichtweißen tut, was dem nicht gefällt, ausgelegt wurde als Rassismus. So ist es. Die Taz hat damals ein Interview mit dem Vater von Cardi geführt und das lief so. Wann haben Sie von dem Einsatz gegen Ihren Sohn erfahren? Bucky H. Sehr schnell. Ich wartete auf meinen Jungen, der von der Schule gleich nach Hause kommen wollte. Als er nicht kam, rief ich ihn gegen 13.30 Uhr zweimal an. Er ging nicht an sein Handy. Da wurde mir schon das Video gesendet. Ich war geschockt. Man sieht, wie entsetzlich mein Sohn in der Situation überfordert war. 8 PolizistInnen, ernst gemeint, ich habe mir das nicht ausgedacht. Die Taz interviewten Türken, von dem ich in einem anderen Interview erfahren habe, dass er nicht so genau wusste, was bei irgendeinem so Fall los war, weil sein Deutsch auch nicht so gut sei. Mhm. Aber sie zitiert ihn hier mit Genderstern. Ja? 8 PolizistInnen reden und schreien und wirken gewaltsam auf ihn ein. Die Polizei hat ihn am Hals gepackt und ihm ins Gesicht gegriffen. Dabei wurden sein Mund und seine Nase zugedrückt. Ich habe mir das Video vorher nochmal extremst aufmerksam angeguckt. Zu keinem Zeitpunkt hält dem armen Bubele irgendwer den Mund oder die Nase zu, schweige denn beides. Außerdem wurde sein Kopf stark nach hinten gegen die Wand gedrückt. Auch das ist auf dem Video nicht zu sehen. Und auf genau dieses Video beruft er sich ja, der Vater. Ne? Es gibt einen Moment,
etwa 2 Zehntelsekunden lang, wo ich nicht ausschließen kann, dass seine Haare möglicherweise die Wand hinter ihm berühren. Mehr ist da nicht passiert. So begann die eigentliche Eskalation. Er schubste sich frei. Er war sehr ängstlich und wurde panisch. Er ist Asthmatiker. Bald danach kam dann ein Anruf von der Polizei. Sie sind dann zur Wache? Ja, mit einer Freundin. Da ich für solche Situationen nicht ganz so gut Deutsch spreche, da haben wir übrigens den Moment, war doch kein anderes Interview, es war dieses Interview, aber mit Genderstern, ja. Und einer Frau vom Jugendamt, da ich nicht wusste, wo ich sonst schnell Hilfe bekommen könnte. Ein Polizist erklärte mir gleich, dass mein Junge ein fetter Sack sei. Ich bin mir sicher, genau so war es. Das war quasi die Begrüßung. Ja? Herr H., Ihr Sohn ist übrigens ein Fettsack. Ja? Dass mein Sohn ein fetter Sack sei, nicht mal trainiert. Da er so schwitzig sei, sei er kaum zu bändigen gewesen. Eine Polizistin sagte mir dann, dass er eine Ordnungswidrigkeit begangen hätte und seine Personalien nicht ermitteln lassen wollte. Das ist wie dieses Schweine-Wrestling, wo die vorher mit Honig eingerieben werden oder so. Die Polizei sagt, dass ihr Sohn nicht für deeskalierende Vorschläge zugänglich war und letztlich handgreiflich wurde. Was hat er ihnen gesagt? Er berichtete mir, dass er gerade von der Straße mit dem Roller auf dem Gehweg in Höhe des mittlerweile übermalten Graffitos I Can't Breathe gefahren sei. Das hat er genauso gesagt, ja. Papa, ich bin da so die Straße hoch, also dann auf dem Gehweg, genau da, wo dieses Graffito an der Wand ist, I Can't Breathe. Weil die Straße, also das, ich will das mal so betonen. Das erwähnt der Vater hier ein weiteres Mal, wenn das nicht sogar die Taz-Journalisten hinzugedichtet haben, weil wir diese Connection haben wollen. In die USA. Ja, ich will die Leute sowieso schon keine Ahnung haben von dem, was wirklich abgegangen ist und einfach das Narrativ fressen. Das wollen wir hiermit dann irgendwie verbinden. Damals wurde dann auch ein Türke oder sowas, der zu Boden gebracht wurde von der Polizei bei der Festnahme, zu einem Schwarzen gemacht. Genau. Während sie ein Bild in die Artikel reingenommen haben, als Vorschaubild, auf dem man den Arm sah. Und der Arm sah halt aus, wie hätte auch ein Deutscher, ein Europäer sein können. Ne? Hat einfach einen heller Arm. Ja, Tagesspiegel war das damals. Das war geiler da. Weil die Straße da gerade nicht befahrbar gewesen sei. Da habe ihn ein Polizist gestoppt und gesagt, er hätte eine Ordnungswidrigkeit begangen. Kadir hat das wohl nicht wirklich verstanden. Auch nicht, dass seine Personalien nun unbedingt festgestellt werden müssten. Das hat er wohlgemerkt eine halbe Stunde lang nicht verstanden. Denn erst nach einer halben Stunde eskalierte die Situation ja, wie in der Bild zum Beispiel zu lesen war. Ich habe ChatGPT vorhin mal angeworfen und gefragt, welchen IQ jemand hat, der nach einem halbstündigen Gespräch noch nicht verstanden hat, dass man einfach nur seine scheiß Personalien aufnehmen will. Die Antwort lautet 75. Wir sind da also unterhalb von Drachenlord-Niveau. Oder das ist halt alles erstunken und erlogen. Und der kleine Kadi wusste ganz genau, was sie wollten, aber er hatte da keinen Bock drauf. Er hatte einfach keinen Bock, seinen scheiß Namen zu nennen. Oder er wollte sogar einfach Stress. Denn die Sache, um die es da ging, das war ja eine absolute Nüchtigkeit. Ne? Da wäre nichts draus gefolgt. Wahrscheinlich nicht mal irgendeine Strafe am Ende. So ist es. Ich meine, auch da kann man die Verschwörungstheorie spinnen, dass es nicht der Polizei darum ging, den da irgendwie zu misshandeln vor der I Can't Breathe-Wand, sondern dass er genau solche Bilder erzeugen wollte, indem er da Stress anfängt. Der Polizist behauptete, dass Kadir schon mehrmals ermahnt worden sei. Kadir sagte mir jedoch, er habe dem Polizisten mehrfach gesagt, dass er ihn verwechsle. Im Video ist das nicht zu sehen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also Kadir sei in der Vergangenheit schon mehrmals ermahnt worden. Nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn das die Aussage des Polizisten war, dann lag dort eben keine Verwechslung vor. Und dass der Vater einem Minderjährigen auch wissen müssen. Ich zitiere aus der Bild. Polizei ermittelte schon 5-mal. Nach Bildinformationen wurde gegen Kadir H. bereits 5-mal ermittelt. Mit 14 soll er einem Lehrer in den Unterleib getreten haben, wenig später einen 31-Jährigen an der Bogenstraße attackiert haben. Vergangenen Oktober soll Kadir H. zudem auf einem Schulhof an der Corveystraße 2 Männer, 16 und 50 Jahre alt, verletzt haben. Auch wegen Diebstahls wurde schon gegen den Schüler ermittelt. Aber der Vater und auch Kadir wissen nichts von irgendwelchen Ermahnungen, die es da schon mal gegeben habe. Ja, okay. Weiter mit der Taz. Und dann? Er stellte den Roller ab und da waren dann schon weitere PolizistInnen da und gingen ihn an. Er wehrte sich. Das ist auf dem Video auch zu sehen. Er steht dann mit dem Rücken an der Wand und 4 PolizistInnen, die auf ihn einreden. Eine zieht einen Schlagstock, weitere 4 PolizistInnen kommen dazu. Er wird angeschrien, er solle sich auf den Boden legen. Ob er da schon das Pfefferspray abbekommen hat, weiß er nicht mehr. Kadir sagte, er habe keine Luft bekommen, was auch im Video mehrfach zu hören ist. Wie viele ihn auf die Straße drücken, als er sein T-Shirt auszieht, um damit das Pfefferspray abzuwischen, kann er nicht sagen. Bei diesem Ausziehen des T-Shirts-Moments dachte ich mir,
Er macht sich da gerade stark dafür einen Kampf, um besonders geil auszusehen oben ohne. Irgendwas so Ghetto-Style. Ne? Richtig. Ja, wenn ich mir Pfefferspray vom Gesicht wischen will, dann ziehe ich das T-Shirt doch nicht aus. Ich greife das T-Shirt unten am Saum und ziehe es mir ins Gesicht und wische dann. Auch einfach wieder zu der geöltes Schwein-Theorie, damit man weniger gut zu packen ist. Ne? Ja, ja. Wie ging es Ihnen, als Sie das Video sahen? Was soll ich da sagen? Das ist mein Kind, mein Sohn, gegen den Gewalt ausgeübt wird. Von 8 PolizistInnen. Um 16 Uhr sind wir zum Arzt wegen des Pfeffersprays. Ich habe übrigens mal kein Pfefferspray, sondern CS-Gas. Ich glaube, das ist extremst vergleichbar ins Gesicht bekommen. Das war sehr, sehr unangenehm. So für 10, vielleicht 20 Minuten. Da musst du nicht ein paar Stunden später zum Arzt. Aber das nur am Rande. Augen, Hals, Arme und weitere Körperstellen schmerzten. Ja, meine, wäre einfach zu vermeiden gewesen, ja, wenn man den Polizisten halt seinen scheiß Namen verraten hätte. War Ihr Sohn vorher schon mal mit der Polizei aneinander geraten? Nein! Ich habe gerade das Vorstrafenregister oder zumindest die Anzeigen vorgelesen. Nein, sagt der Vater. Er hatte vorher sogar überlegt, ob er selbst Polizist werden wollte. Er hatte sich mehrere Boxvereine angesehen. Ihm gefiel auch der Polizeiboxsportverein. Sie haben den Kontakt zum Jugendamt angedeutet. Was ist der Hintergrund? Kann es sein, dass er, Geschichte. Namen, dass er den Namen vom Polizeiboxsportverein falsch interpretiert hat? Möglich, ja, wurde schon mal mehr für die nächste Sitzung. Eine dumme Geschichte. Also, was ist da passiert? Wieso hat der Vater überhaupt Kontakt zum Jugendamt? Eine dumme Geschichte, die ich als Vater leider nicht so ernst genommen habe. Im Oktober letzten Jahres hatten SchulkollegInnen meines Sohnes Streit mit SchülerInnen einer anderen Schule. Sie gingen zu der Schule, um das zu klären. Kadi war unbeteiligt an dem Streit. Ein Lehrer und der Hausmeister trennten die Gruppen. Alle SchülerInnen liefen weg. Nur Kadi nicht, da er nicht beteiligt war. Ein Lehrer hielt ihn fest. Hinzukommende Schüler zogen ihn weg. Dabei verletzte sich der Lehrer an einem Finger. Er zeigte Kadi an, das Gericht ordnete ein Anti-Aggressionstraining an, um das wir uns eben bemühen mussten. Ein Lehrer hielt ihn fest, hinzukommende Schüler zogen ihn weg, dabei verletzte sich der Lehrer an einem Finger. Also einfach so. Ja, während Kadis Schulkameraden ihn da weggezogen haben, hat der Lehrer dann offensichtlich seinen eigenen kleinen Finger in die Hand genommen und mal kurz knack gemacht und sich über die Finger verletzt. Ja, Kadi hat auf jeden Fall mit alledem nichts zu tun. Da ist sich der Vater sicher. Ein Gericht war sich übrigens ein paar Monate zuvor bereits sicher, dass der Lehrer sich den Finger eben nicht selber verbogen hat. Bildartikel. Nach Bildinformationen wurde er am 16. Juni wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Dem 15-Jährigen wurde vorgeworfen, am 24. Oktober 2019 auf dem Hof des Gymnasiums Korweistraße erst zwei Mädchen geschubst, dann einen Schüler und einen Lehrer geschlagen zu haben. Ich lasse das einfach mal so sacken. Ein letztes Mal zurück zur Taz. Im Video ist zu sehen und zu hören, dass AnwohnerInnen entsetzt sind. Sie rufen auch das Alter ihres Sohnes. Die Menschen hier kennen meinen Jungen. Sie haben ihn aufwachsen sehen. Er ist kein Boxer, wie die Bild getitelt hat. Und er ist doch kein Schläger. Er ist ein Opfer von Polizeigewalt. Sagt der Vater über seinen Sohn, der bereits mehrfach angezeigt und mindestens einmal verurteilt wurde. Es ist nicht zu fassen. Ja, und so, kriegt Gehör jetzt in der gesammelten deutschen Medienlandschaft. Ne? So ist es. Weil man damit das Narrativ pushen will oder subtil andeuten will. Die haben das gemacht, weil sie ihn hassen wegen seiner Rasse. Ne? Die Polizisten, die wir hier auch schön sehen auf dem Hintergrundbild von der Taz, von denen einer selber dunkler ist als der Typ. Ne? Aber das soll immer suggeriert werden. Das wird nie ausgesprochen oder seltener, damals schon häufiger. Ne? Im Fall von der George-Floyd-Kiste hat man diese irre Ansicht häufiger vertreten. Aber in der Regel deuten sie es nur an, die Gesellschaft, die böse deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft hasst einfach Migranten. Und aus irgendeinem Grund sind es dann immer solche Leute, die an die Oberfläche gespült werden, wenn wieder die Polizei furchtbare Gewalt verübt hat. Ja, solche Leute, du leitest das schon ganz gut ein. Wir kommen dann damit in die Gegenwart, ins Jahr 2024, 4 Jahre nach dem, was ich euch gerade erzählt habe. Und Kadi H. sitzt wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. Herzlichen Glückwunsch, Freunde. Ja, ist nur ein armes Bubele. Er ist kein Boxer, er ist kein Schläger. Er ist ein Opfer von Polizeigewalt. Mit 14 geriet er auf die schiefe Bahn. Jetzt sitzt er im Knast.
Kindergangster Kadir H., jetzt 19, kam wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. In der Zelle neben ihm sein kleiner Bruder Ulas 17. Ja, das die gesamte eine Familie, Goldstückfamilie. Wertvoller als Gold, Alter. So ist es. So ist es. Ja? Ich wüsste gerne, ob wenigstens der Vater einer geregelten Arbeit nachgeht. Ich befürchte, das werde ich niemals erfahren. Das Duo aus der Hamburger Neustadt hatte mit zwei Kumpels am 8. November um 0.53 Uhr eine Shisha-Bar im Stadtteil Altona angegriffen. Aus dem vermeintlichen einfachen Überfall wurde ein Gemetzel. Mit Messer, Machete, Pistole. Denn die Gäste wehrten sich. Am Ende erlitt ein Gast, 37, eine Schusswunde am Oberkörper. Andere erlitten Schnittverletzungen. Die vier Räuber flohen. Um an einen E-Roller zu kommen, da haben wir witzigerweise wieder den E-Roller, hielten sie dabei noch einem jungen Mann ein Messer an die Kehle. Zeugenaussagen aus der Shisha-Bar gab es nicht. Die Ermittler trafen auf eine Mauer des Schweigens. Also ein Raubüberfall. Richtig. Ja. Die Polizei schaffte es trotzdem, KDH und seine Kumpanen auf die Spur zu kommen. Jetzt sitzen KDH und sein Bruder Ulas im Knast. Es geht um versuchten Mord. Bei Hausdurchsuchungen fand die Mordkommission jede Menge Marihuana, eine scharfe Schusswaffe, eine Machete und mehrere Schreckschuss- und Softairwaffen. Fakt ist, mit KDH geht es abwärts, seit er 14 Jahre alt war. Der ausgesprochen kräftige Junge hatte damals schon den Körper eines 20-Jährigen und er setzt ihn noch ein. Erst beim Boxen im SV-Polizei. Dann, als er seinem Lehrer in den Unterleib trat. Und schließlich bei einem minutenlangen Gerangel mit 8 Polizisten, weil er auf dem Gehweg mit dem E-Roller gefahren war und seinen Namen nicht nennen wollte. Die linke Szene in Hamburg erklärte KDH deshalb zum Opfer von Polizeigewalt. Übrigens, liebe Bild, nicht nur die scheiß linke Szene in Hamburg, ihr habt da mitgemacht. Mindestens implizit habt ihr da mitgemacht. Denn in euren ersten Artikeln hieß es eben nicht, übrigens, der hat einen Vorstrafen, oder nicht einen Vorstrafenregister, aber der ist schon mehrfach angezeigt worden wegen Taten, die Sinn ergeben bei jemandem, der seinen Namen nicht nennen will, wenn er in der Polizeikontrolle gerät. Ja, ihr habt damals mitgemacht. Ja. Da war er bereits, bitte. Wenn die Medien mal wieder auf komplett irre geschaltet werden bei so einem Thema, dann sind die Bild-Zeitung vorne mit dabei. Ne? Genau wie auch die Welt. So ist es. Da war er bereits, genau, also die linke Szene erklärte, Kadir hat deshalb zum Opfer von Polizeigewalt. Da war er bereits wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Weitere Tatvorwürfe lauten Nötigung und Beleidigung. Für seine Taten damals wurde Kadir H. nur leicht bestraft, außer Erziehungsmaßregeln gab es nichts. Seine Mutter machte jeweils die Polizei verantwortlich, natürlich. Tja, da die sind Mutter, wir wieder bei der Scharia, das ist ne? Genau das, wie du die Kinder richtig erziehst. Wenn sie Scheiße bauen und an die Polizei geraten, dann macht man dafür die Polizei verantwortlich. Ja, wertvoller als Gold, Freunde. Da muss ich nochmal denken an meinen alten Ausspruch, wir haben die Wahl, Remigration oder die Scharia einführen, also unsere Gesetze dermaßen hart machen, dass auch solche Leute die ernst nehmen, das würde in diese Richtung gehen. Dazu nochmal hier meine kleine Grafik, das hier sind einfach die Diebstahlsraten auf 100.000 Leute in der Bevölkerung gerechnet von verschiedenen Ländern und wir sehen, dass in Deutschland, wo wir ja immer noch einen prozentual relativ kleinen Anteil von solchen Leuten haben, wir eine Diebstahlsrate von 1.576 haben. Auf 100.000. Das ist ungefähr das 15-fache von dem, was wir in Ländern wie Ägypten, Algerien, Malaysia oder dem Iran haben. Ne? Teilweise kann man da auch die Frage stellen, werden die das sauber erfassen, wie es bei ihnen ist. Aber dennoch, dieser Trend zeichnet sich ab. Und das liegt halt daran, dass die dort Gesetze haben, die angepasst sind an die Population, mit der sie es zu tun haben. Ne? Während wir hier immer weiter in so eine Population reinschlittern mit unserer Migration, aber unsere Gesetze angepasst sind an Deutsche, ne? An die Leute, die hier gelebt haben vor 30 Jahren. Ja. Tja. Das war's. Ja, schön mal nochmal was von dem Kleinen zu hören. Das haben wir genau, wir haben von KDH gehört. Ja? Wer weiß, ob das nochmal einen dritten Teil gibt. Absolut unglaublich. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche, wie immer, bei der nächsten Honigwabe live um 18 Uhr. Bis dann.